30.000. Nein, doch. 30.000 Hörspiel- und Retro-Fans hier auf Hör mal zu. Nein, doch. Völlig kostenlos, werbefrei und Spaß macht's auch noch. Und du bist auch dabei, mein Lieber. Ich? Jo. Nein. Claro. Schon da? Sehr wohl, Herr Graf. Unsere Reisezeit 9 Stunden und 32 Minuten. Ich nehme an, wir steigen in Jahreszeiten ab. Wir steigen überhaupt nicht ab. Lass mich nur erst einen Blick auf die Alster nehmen. Und dann zum Fischereihafen. Firma Bliesmann und Co. Mhm. Ah, Bliesmann und Co. Die Firma mit dem Schwimmbecken für große Käfer. Hm? Ja, wir suchen ein paar hervorragende Exemplare aus der Gattung der Krebse. Homarus vulgaris. Oder auch Hummer. Verzeihung, Herr Graf, aber wir fahren noch nicht wegen einiger Kriechtiere nach Hamburg, die man ebenso gut hätte telefonisch ordern können. Ich tippe auf Schmuggel. Falsch getippt, Johann. Aber du darfst wissen, dass ich ein Herrenessen gebe. Der Fürst von Stockdorf hat sich angesagt. Ich kann nichts dem Zufall überlassen. Ich wähle die Tiere selbst. Aber jetzt sollten wir fahren. Sehr wohl, Herr Graf, allerdings, meine Uhr zeigt 6.10 Uhr. Ja, du hast recht. Etwas zu früh. Aber lass uns die frühe Stunde genießen. Wie bitte? Zum Elbufer. Johannes, Leute. Diese Schiffe, die Werften, die Raffinerien, das Kraftwerk und diese bulligen Schlepper. Herr Graf, lassen Sie mich noch einen Augenblick verweilen. Das alles gehört mir. Hallo? Ja? Die Herzogin, sie ist sehr aufgeregt. Ja? Ich bin ja so froh, dass ich dich erreicht habe. Ich bin Charlie. Hier im Haus ist geschossen worden. Wo bist du? Na hier, bei den Prax, bei Marie Agnes. Nebenan in der Halle liegt ein Mann. Ich glaube, er ist tot. Und der Mann von Marie Agnes ist schwer verletzt. Graf Joste, du meinst, der kommt hierher? Mhm. Ich bin dir so dankbar. Ach, Charlie, du behältst eben immer einen klaren Kopf. Schießereien der Villa Prag? Hat die Herzogin wieder was angestellt? Ein junger Mann ist zu Tode gekommen. Unglücksfall oder Eifersucht? Wir werden sehen. Zwei Herren haben sich duelliert. Da aber nur eine Pistole zur Hand war, haben sie sich die Waffe abwechselnd gereicht. Ja, ja. Vornehm geht die Welt zugrunde. Ich muss bei ihm bleiben. Ich fahre mit. Und Sie haben einen Schock erlitten, meine Frau. Er hat die Lippen bewegt. Er will mir etwas sagen. Bitte hier. Ich will bei ihm bleiben. Ich muss ihn schützen. Sie werden ihn verhören. Sie werden ihn quälen. Niemand wird jemanden verhören. Das werde ich nicht zulassen. Sie müssen sich hinlegen. Ich gebe Ihnen etwas Purin. Das kommen Sie ins Haus. Bitte. Erlauben Sie mal. Wer sind Sie überhaupt? Herr Graf. Oh, Herr Graf. Ich bitte um Verzeihung. Johann, die Waffen. Eine Pepperbox. Richtig. 1835 bis 55. Ein interessantes Stück. Da sind jetzt Ihre Fingerabdrücke drauf, Herr Kriminalrat. Danke, Onkel, dass du gekommen bist. Wir müssen alles erzählen. Marie Agnes erwartet dich. Sei freundlich zu ihr. Sie hat viel durchgemacht. Wir sind jetzt hier fertig. Können wir gehen? Ja, wir fahren dann ab. Gestatten Sie, dass ich mich Ihnen vorstelle. Ich heiße Gotthold Weinhofer, genannt Johann. Ich bin der Diener des Grafen Joste. Und Sie? Ich bin die Eva. Eva, Sie dürfen das Raster. Ich werde tun, was in meinen Kräften steht. Ich danke Ihnen. Es waren die schrecklichsten Stunden meines Lebens. Ich will versuchen, Ihnen alles zu erzählen. Ein Einbrecher ist letzte Nacht bei uns eingedrungen. Mein Mann hörte ein Geräusch und ist mit einer Pistole hinuntergegangen. Er hat ihn meinen Schach gehalten. Aber anscheinend so ungeschickt, dass der Einbrecher ihn entwaffnen konnte. Er gab einen Schuss ab. Friedrich sank zusammen. Der Mann muss ihn für tot gehalten haben und beugte sich über ihn, mit der Pistole in der Hand. Aber mit letzter Kraft hat Friedrich sich aufgerafft, konnte dem Einbrecher die Waffe entreißen und schoss blindlings auf seinen Angreifer. Der Mann war auf der Stelle tot. Ich sah alles von oben mit an, es war schrecklich. Wie geht es Ihrem Mann? Sind seine Verletzungen ernst? Oh. Verzeihen Sie,
Dann werde ich mich vorerst zurückziehen. Natürlich stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung. Ich muss Ihnen noch etwas sagen. Ich werde erpresst. Die Erpresser verlangen von mir eine 500.000. Gestatten Sie mir, die Erpresser zu stellen. Wirklich? Würden Sie das wirklich für mich tun, mein lieber Onkel? Oh, oh. Ich darf doch zu Ihnen meinen Onkel sagen. Schließlich, Charlie ist fast eine Schwester für mich. Sie werden mir eine Nichte sein, um die ich mich besonders sorge. Man hat mir Schmuck gestohlen. Wertvollen Familienschmuck. Sehr wertvoll. Die Diebe haben mir eine Nachricht zukommen lassen. Sie wollen den Schmuck einschmelzen lassen, weil es sehr bekannte Stücke sind und praktisch unverkäuflich. Sie machen den Vorschlag, sie mir gegen eine 500.000 zurückzugeben. Haben Sie die Nachricht? Nein, ich habe nur eine Adresse. Hier, Milchstraße 18. Die Adresse des Erpressers. Nein, ich weiß es nicht. Man hat mich angerufen, um mir zu sagen, wo ich hinkommen soll. Das ist alles. Aber jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ich muss zu meinem Mann ins Krankenhaus. Du fährst zur Milchstraße. Da ich nicht weiß, was sich dort erwartet, empfehle ich einen passenden Anzug. Es gilt, einen alten Schmuck zu suchen. Sehr wohl, Herr Graf. Die Milchstraße befindet sich... Da oben, ich weiß, Herr Graf. Die Milchstraße befindet sich in einem ehemals ländlichen Teil Hamburgs. Ländlich, verstehe. Als Bulle verkleiden. Die Kühe freuen sich schon. Ich fürchte, das Witze machen wird dir vergehen. Und jetzt ans Werk. Komm, Bus, 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 Bus. Ja, komm, Bus, 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 Bus. Ach, hier bist du, Onkel. Ja, Johann hat die Schwäne gefüttert. Er hat ein merkwürdiges Faible für diese Tiere. Hm. Wo wirst du in Hamburg wohnen? Ich beabsichtige, in einem Hotel an der Alster abzusteigen. Ach, bitte, bleib doch hier bei uns. Marianne und ich, wir fürchten uns hier im Haus nach dieser schrecklichen Nacht. Danke für die Einladung. Genug für heute. Bist du da? Was machen Sie hier? Was machen Sie hier? Oh, ist aber nett, dass Sie gekommen sind. Ich bin Monika. Hans Wobodas Sekretärin. Sind Sie Bernd? Bernd? Bernd ist klein und dick, oder? Ja, Sie sind auch nicht gerade. Hören Sie mal zu. Sie kommen hier ganz einfach rein, vergleichen mich mit Bernd. Bernd ist ein kleiner, dicker Zwerg, oder? Ja, so genau hat ihn Alfred mir nicht beschrieben. Ich habe ihn mir mal größer vorgestellt. Alfred, wer kann sich schon darauf verlassen, was Alfred sagt, nicht? Tja, da haben Sie recht. Seit 3 Monaten verspricht er mir Geld. Dabei hat er so viele wertvolle Sachen. Ja. Ach, wenn ich nicht so wehr, wie ich bin, dann... Wer sind Sie überhaupt? Was machen Sie denn da? Mein Kind, ich würde dir gerne sagen, was ich hier mache, aber das würde meine ganze wertvolle Arbeit gefährden. Sie bekritzeln ja die Statue, die ist doch aus dem 11. Jahrhundert. Quatsch, die ist keine 3 Jahre alt. Wenn Sie weiter die Statue beschädigen, dann rufe ich die Polizei. Das würde ich an deiner Stelle nicht tun. Sieh mal, wenn ich wirklich ein Einbrecher wäre, würde ich mir dann solche Arbeit machen. Was ist denn das für eine Arbeit? Du musst mir versprechen, dass du niemandem etwas davon erzählst. Auch Alfred nicht. Versprichst du mir das? Mhm. Ich verspreche es. Ich bin Spezialist für Würmer. Würmer? Ja, Holzwürmer. Ich habe eine Rasse gezüchtet, die ganz wild auf frisches Holz ist. Diese Biester sind so versessen auf frisches Holz, dass sie binnen kurzem eine 3 Monate alte Statue in eine 300-jährige verwandeln. Ach, ich dachte mir doch, dass Alfred in Fälschergeschichten verwickelt ist. Wo ist er denn überhaupt? Alfred ist in Sicherheit. Die Konkurrenz ist hinter mir her. Diese Würmer sind Millionen wert. Vielleicht ist er das? Möglich. Ach nein, er hat ja einen Schlüssel. Die Konkurrenz. Die wollen mir meine Würmer abjagen. Oh,
keiner da zu sagen. Wir werden schon reinkommen. Wir müssen nur was finden, was auf Angehörige von Swoboda hinweist. Den Durchsuchungsbefehl, ich habe ihn doch eben noch gehabt. Mach mich nicht verrückt, den hast du mir doch gegeben. Pardon, Herr Graf. Draußen ist ein junges Mädchen, das behauptet, von Ihnen eingeladen zu sein. Ich habe doch gesagt, dass ich mit meiner Nichte speisen werde. Führen Sie die Herzogin ein. Sehr wohl, Herr Graf. Ich darf dann servieren? Natürlich. Wir fangen an. Bitte, mein Fräulein. Danke. Guten Tag, mein lieber Onkel. Guten Tag. Ich bin ein Stündchen zu spät, aber ich war bei Maria Agnes und ihrem Mann im Krankenhaus. Wie geht es denn, Prag? Leider nicht sehr gut. Er ist noch nicht zu Bewusstsein gekommen. Ist das nicht unverschämt? Der Kellner hat behauptet, sämtliche Tische wären reserviert. Ich habe alle reservieren lassen. Wie könnte ich mir sonst das Vergnügen erlauben, mit dir in einem Erstklass-Restaurant zu speisen? Graf, alles ist... Ja, Heinz, natürlich, wie immer. Freut mich. Aha, endlich wird die Heizung repariert. Sie gehen hier raus und dann rechts um das Haus rum. Ich bin Gast hier. Ein gern gesehener Gast, wenn Sie nur bitte den anderen Eingang nehmen würden. Sie wünschen? Der Heizungsmonteur. Ich bin der Diener des Grafen Joster. Bitte? Ich hoffe, die Austern waren frisch. Und dann stell dir vor, dann kam ein Beamter von der Polizei, von der Mordkommission. Und weißt du, was der gemacht hat? Er hat Marie Agnes und mich verhört. Jeden eine halbe Stunde lang. Findest du, dass das nötig war? Ich werde mit dem Polizeipräsidenten sprechen. Ich hatte ohnehin vor, ihn aufzusuchen. Pardon, Herr Graf. Johann. Verzeihung, Herr Graf. Johann. Ich habe wichtige Neuigkeiten. Hast du den Schmuck? Es war sehr peinlich. Kaum bin ich angekommen, war auch schon die Polizei da. Ich hoffe, du hast deine Anwesenheit überzeugend erklärt. Ich habe als Bettvorleger gearbeitet. Hat die Polizei dieses Foto gesehen? Nein, ich habe es mir vorher unter den Nagel gerissen. Das ist ja Maria Agnes. Und wer ist der Mann? Also, wenn Sie mich fragen, Herr Graf, ich halte die ganze Geschichte mit der Erpressung für erstunken und erlogen. Die Dame hat uns dann nur hingeschickt, damit diese Fotos nicht der Polizei in die Finger fallen. Sie hat einen Liebhaber. Na und? Johann, bist du diesem jungen Mann schon mal begegnet? Ja, heute Morgen. Er lag unter einem Tuch. Du glaubst, der Einbrecher heute Nacht war der Liebhaber von Maria Agnes? Das meint er. Die Polizei meint, der junge Mann interessiert sich für die Kunstgegenstände. Vielleicht der Mann, den sie von früher her kannte. Möglich. Du hast doch nicht etwa einen Verdacht gegen Maria Agnes. Pardon, Schwester. In welchem Zimmer liegt Herr Prag? Zimmer 4, aber auf Anordnung des Arztes darf niemand zu ihm. Und wo ist Frau Prag? Frau Prag? Kommen Sie mal bitte mit. Sie hat das Zimmer nebenan. Oh, ist er aufgewacht? Hat er etwas gesagt? Nein, reg dich nicht auf. Ich muss dir etwas sehr Wichtiges sagen. Mein Onkel hat Fotos von dir... Und dem Einbrecher. Er heißt Alfred Swoboda. Ich war früher mit ihm befreundet. Hast du das der Polizei gesagt? Das war das Problem. Ich konnte es unmöglich sagen. Stell dir vor, die Polizei hätte die Fotos gefunden. Ich habe das Gefühl, dass mein Onkel dir jetzt nicht mehr vertraut. Ja, das kann ich verstehen. Aber das Ganze war eine List. Ich musste ihn zu diesem Einbruch veranlassen. Deshalb habe ich diese Geschichte erfunden. An deiner Stelle würde ich Joster künftig ins Vertrauen ziehen. Mein Onkel schlägt deiner Frau nie etwas ab, wenn er ihr vertrauen kann. Ha! Meine Güte, was ist denn mit Ihnen los? Ich habe Quetschungen. Hast du vielleicht etwas Salbe oder einen kalten Umschlag? Ja, ja, dann kommen Sie mal mit. Ah! Oh, massier mich lieber. Ja, ja, wie ist das passiert? Es war ganz einfach. Ich lag unterm Bett. Die drei Gangster lassen auf dem Bett. Jeder eine Maschinenpistole in der Hand. Mach doch weiter. Sie fluchten und malten sich aus, was sie tun werden, wenn sie mich kriegen. Der eine sagt, wir schleppen ihn in Karlchens Ballhaus. Mach doch weiter. Und sagen die Kollegen, er hat 10.000 Flöhe bei sich. Da kommt er gar nicht mehr lebendig raus. Der eine sagt, wir stecken ihn in den Holz und zünden ihn an. Nein. Darauf der andere. Schade um das schöne Auto. Der erste. Rotzt ihn an. Der zweite. Ich reiß dir die Nase ab. Auf einmal hatten sie Streit und prügelten sich auf dem Bett. Und alles auf mich. Oh Gott. Armer, armer Johann. Ja.
Oh, danke. Ja. Mach doch keine Witze. Ja. Oh. Eva? Ja? Graf Joste wird für heute Abend einige Gäste einladen. Ja, wie viele Personen? 3 oder 4, glaube ich. Hm. Ein kaltes Buffet, mehr ist nicht nötig. Hm. Ich fahre sofort wieder ins Krankenhaus. Hm. Ja, bitte? Bei Prag? Ja? Ja? Gnädige Frau, für Sie, das Krankenhaus in Eppendorf. Danke. Ja? Ja, ich bin's selbst. Sprechen Sie. Ja, Sie können reden. Was, so plötzlich? Konnten Sie nicht vorher anrufen? Ist er noch zu Bewusstsein gekommen? Danke. Darf man fragen, gnädige Frau, ob die Nachricht, die Sie soeben erhalten haben, die Nachricht ist, die wir befürchten? Ja. Mein Mann ist tot. Nimm dich doch zusammen. Nimm dir ein Beispiel an Marie Agnes, die hat Haltung. Ja. Ich habe auf Sie gewartet, meine liebste Nichte. Darf ich Ihnen meinen Beileid aussprechen? Und ich bin nicht bei ihm gewesen. In seinem letzten Augenblick. Er hat Sie sehr geliebt. Er hat mich sehr verehrt. Wer die Schönheit liebt, muss sie verehren. Von allen Männern, die ich gekannt habe, verdient er die meiste Achtung. Er war sehr großzügig. Und hat mir meine Fehler nachgesehen. Was meinen Sie damit? Es hat noch andere Männer gegeben. Und er hat es gewusst. Ich gebe Ihnen gerne alle meine Hilfe, wenn Sie versprechen, mir gegenüber aufrichtig zu sein. Aber zunächst möchte ich Ihnen das überreichen, was ich in Ihrem Auftrag hatte besorgen lassen, Johann. Mein teuer Diener Johann hat das unter großen Gefahren aus der Wohnung des Herrn Swoboda entwendet. Danke, Johann. Ich muss Ihnen ein Geständnis machen. Ein Geständnis? Ich habe Sie belogen. Dieser Schmuck ist kein Familienschmuck. Und ich werde auch nicht erpresst. Ich habe Ihren Diener zu diesem Einbruch veranlasst. Warum? In der ersten Aufregung wollte ich noch in der Nacht zu Alfreds Wohnung fahren, um die Fotos holen. Doch dann habe ich gezögert und mir die Sache überlegt. Mein Mann war schwer verletzt und mein Platz war an seiner Seite. Warum wollten Sie diese Fotos um jeden Preis an sich bringen? Was beweisen Sie schon? Ich musste die Fotos haben, um sie zu vernichten. Niemand durfte die Wahrheit wissen. Die Wahrheit? Das bin ich dem Andenken meines Mannes schuldig. Dem Andenken des Mannes? Und es war nur für ihn, dass ich Sie belogen habe. Ich werde Ihnen alles sagen. Dann können Sie über mich urteilen. Alfred hatte mich besucht. Das war streng gegen unsere Verabredung. Alfred Swoboda? Ja. Alfred hat irgendwie herausgefunden, dass mein Mann einige Tage verreist war. Friedrichs plötzliche Rückkehr hat uns überrascht. Sie gingen erst ins Büro. Ihr Mann hat ihn also nicht für einen Einbrecher gehalten? Nein. Ich glaube sogar, dass er und Alfred sich kannten. Ich habe gehört, wie sie sich heftig stritten. Dann war lange Stille. Ich war unruhig. Ich bin hier auf die Treppe hinausgegangen. Von oben habe ich alles mit angesehen. Mein Mann hatte eine Pistole in der Hand. Er muss sie hier aus seiner Waffensammlung genommen haben. Dann muss ich ein Geräusch gemacht haben, denn sie schauten beide im gleichen Augenblick nach oben. Zu mir herauf. Dann ging alles sehr schnell. Mein Mann wandte sich um zu Alfred. Alfred sah das und stürzte sich auf ihn, um ihn zu entwaffnen. Im Handgemenge hat sich ein Schuss gelöst. Mein Mann sank zusammen, in der Hand immer noch die Pistole. Alfred. Alfred drehte sich um und schaute zu mir herauf. Aber mein Mann richtete sich mit letzter Kraft wieder auf, richtete die Waffe auf Alfred. Ich schrie, Alfred, pass auf! Er drehte sich um und starrte direkt in die Waffe.
ein Mann schoss. Alfred wurde getroffen. Mitten ins Herz. Dann bin ich schnell hinuntergelaufen. Charlie kam dazu und ich sagte ihr, dass wir einen Einbrecher überrascht hätten. Dann musste ich ganz schnell überlegen. Die Polizei würde bald wissen, wer Alfred ist. Und wenig später die wahre Natur unserer Beziehung herausfinden. Ich wollte sofort in seine Wohnung, aber Charlie hielt mich zurück. Sie sagte mir, dass sie mit ihnen telefoniert hätte, während ich mich anzog. Und dass sie herkommen würden. Sie sehen, dass das Ganze eine reine Affekthandlung war. Wenn aber die Polizei die Art unserer Beziehung entdeckt hätte und mein Mann nicht tot wäre, wäre der Skandal da gewesen. Und man hätte ihn unter Mordanklage gestellt. Und Sie haben alles unternommen, Ihren Gatten zu schützen? Ja, alles. Wenn ich ihn nicht verlassen wollte, nicht eine Minute, dann auch deshalb, weil ich darauf achten musste, dass er sich nicht selbst beschuldigt, wenn er wieder zu Bewusstsein kommt. Ich sehe, Sie haben in guter Absicht gehandelt. Haben Sie mir alles gesagt, wirklich alles? Ja. Ich schwöre es beim Andenken meines Mannes. Sie werden nicht zur Polizei gehen, nicht wahr? Ich dachte mir schon, dass die Waffe aus der Sammlung Ihres Gatten stammt. Pardon? Es ist nichts. Ich habe jetzt sämtliche Informationen. Informationen? Ja. Ich habe jetzt ein vollständiges Bild der Ereignisse. Vielen Dank, Graf Joste. Bitte. Danke. Falls der Herr Graf mich nicht gebrauchen, ich hätte hier in Hamburg eine Tante, die ich gern besuchen möchte. Gut, Johann, eine Stunde. Und Grüße. Unbekannterweise. Werde ich ausrichten. Ist eins der schönsten Bücher von Graf Joster. Mein Lieblingsbuch. Wie Hans, wissen Sie, Hans mit wie der mit seinen Bärenkräften den schweren Ami-Wagen hochhebt und in den Abgrund kippt, wie dann die ganze Beute in Flammen aufgeht, 2 Millionen und die Fälscher tatenlos zusehen müssen. Das ist die stärkste Stelle. Und wissen Sie, wer dieser Hans mit ist? Nein. Graf Joster nennt mich Johann mit Doppel-N, verstehen Sie? Ich sammle nur Autogramme. Ich kenne dieses Buch nicht. Sie sollten es kennenlernen. Ich hasse Kriminalromane. Guten Tag. Albrecht, bringen Sie mir doch bitte mal die Tatwaffe aus dem Fall Svoboda Prak. Danke. Es ist an sich nicht üblich, aber bei Ihnen mache ich eine Ausnahme. Ich fürchte nur, Sie werden nichts finden. Es würde Ihnen gehen wie in Ihrem Roman Pilze für... Wie heißt Tobias. Tobias, ja. Sie sind Leser meiner Romane. Es gibt wenig Polizisten, die die literarische Behandlung von Kriminalfällen schätzen. Ich auch nicht. Verzeihen Sie meine Offenheit. Halte auch nichts von Kriminalromanen. Ja, ab und zu lese ich mal einen, um ein Urteil zu überprüfen. Zum Beispiel Pilze für... Wie Tobias. Tobias, ja. Nur dort müssen Sie erkennen, dass die vermeintlichen Morde allesamt natürlichen Ursprungs sind und am Ende ziehen Sie unverrichteter Dinge wieder ab. Ich habe die Unschuld von Menschen nachgewiesen, die in aussichtsloser Lage waren. Das nennen Sie erfolglos. Ja, in Wirklichkeit wäre das ein schöner Erfolg. Aber als Leser fühle ich mich betrogen, wenn sich eine Reihe von Todesfällen hinterher als ganz banale Pilzvergiftungen herausstellen. Betrogen. Mir scheint oft, es ist der schlechte Geschmack meiner Leser, der nicht befriedigt wird. Ich habe darüber nachgedacht, warum es mir nicht gelingt, den Geschmack des Publikums zu verbessern. Und damit wollen Sie sagen, ich habe auch einen schlechten Geschmack. Ja? Herr Präsident? Ja, bitte. Eine interessante Waffe. Die Vorstufe zum Revolver. Für die damalige Zeit ein Meisterstück der Waffenschmiedekunst. Ist eine ungewöhnliche Tatwaffe. Nicht für einen Antiquitätenhändler. Er kann sie leichter erwerben als eine neue Waffe. Das Kaliber wird allerdings nicht mehr hergestellt. Das stimmt nicht ganz. Es gibt nur eine Waffenschmiede in der ABC-Straße und eine in Poppenbüttel. Die stellen für Sammler jedes Kaliber her, das verlangt wird. Danke, es genügt. Nun, Graf, was halten Sie von der Waffe? Wie ich schon sagte, ein ungewöhnliches Instrument. Nein, nein. So leicht kommen Sie mir nicht weg.
Man muss nicht nur die Fakten kennen, man muss sie auch deuten können. Haben Sie eine Deutung? Vielleicht endet auch dieser Fall so wie Pilze für Tobias. Am Ende nimmt alles eine harmlose Wendung. Harmlos? Zwei Menschen erschossen und da glauben Sie an einen Unglücksfall? Ich gebe heute Abend im Hause Prack einen Empfang. Ja? Verzeihung, gnädige Frau, aber es ist jetzt schon 8:30 und bis jetzt ist erst ein Gast gekommen. Soll ich servieren? Nein, warte ein paar Minuten, ich komme sofort. Sie schreiben Ihre Werke also ausschließlich nach Fällen, die Sie selbst erlebt haben? Gewiss. Auch den Roman Der italienische Strohhut, in dem Sie am Ende der völlig ahnungslosen Polizei den Täter präsentieren? Nach einem Fall in Florenz. Ich habe mit meinem Freund Ricci, dem Polizeipräsidenten von Florenz, gesprochen. In Wirklichkeit haben Sie kaum mit der Polizei zusammengearbeitet. Sie haben nur einen Anstoß gegeben. Den entscheidenden scheint mir. Die Polizei ist ohne Frage tüchtig im Ermitteln von Fakten. Zuweilen ist sie freilich ohne Fantasie. Sie sind ja erstaunlich gut mit meinem Werk vertraut. Naja, ich brauche so etwas vor dem Schlafengehen, wie andere Leute Tabletten. Dann tummeln sich in Ihren Träumen die Gebilde meiner Fantasie. Also gut, ich gebe es zu. Ich gehöre zu Ihren Bewunderern. Dann sagen Sie mir doch... Ah, Maria Agnes, darf ich Ihnen Herrn Dr. Alexander Albrecht vorstellen, den Polizeipräsidenten? Frau Prack. Mein Beileid, gnädige Frau. Herr Dr. Albrecht ist heute Abend nicht in seiner Eigenschaft als Polizeipräsident da, sondern als Bewunderer des berühmten Autoren, des Grafen Joster. Tja, wir waren gerade in einer Fachsimpelei. Ich finde, dass in den Romanen von Graf Joster die Polizei immer zu kurz kommt. Was meinen Sie dazu, gnädige Frau? Frau Prack findet alle Kriminalromane abscheulich. Ich möchte Ihnen gerne einen Fall erzählen. Ah, ein neuer Roman? Da bin ich gespannt. Eine Frau stiftet ihren Geliebten zum Mord an ihrem Ehemann an. Er soll in die Villa einbrechen, einige wertvolle Gegenstände an sich nehmen und den Hausherrn erschießen. Aber die Tat verläuft nicht wie geplant. Es entsteht ein Handgemenge, in dem der Liebhaber getötet wird. Der Ehemann ist schwer verletzt. Die Anstifterin muss nun befürchten, man werde früher oder später von ihrer Beziehung zu dem angeblichen Einbrecher erfahren. Sie stiftet einen Freund des Hauses dazu an, Fotos, die sie verraten würden, aus der Wohnung des Liebhabers zu holen, damit sie nicht der Polizei in die Hände fallen. Sie weicht nicht von der Seite ihres im Sterben liegenden Gatten. Aber nicht aus Edelmotiven, sondern weil sie seinen Tod nicht erwarten kann. Die Polizei hat nicht den kleinsten Verdacht. Gegenüber dem Freund des Hauses hat sie es schon schwerer. Sie muss ihm einige Details erklären, die nicht so leicht zu erklären sind. So behauptet sie, die Waffe, mit der ihr Mann den sogenannten Einbrecher getötet hat, stamme aus der Waffensammlung ihres Mannes. Aber ein Sammler hängt die Waffen, die er zu seiner Verteidigung braucht, nicht zu seinen Liebhaberstücken an die Wand. Es bedarf überdies ständiger Pflege, solche Waffen funktionstüchtig zu erhalten. Die Tatwaffe war sehr gut gepflegt. Sie war nicht nur gereinigt, sondern auch gefettet. Wie man es bei Waffen tut, die man benutzen will. Die Ehefrau hatte nämlich die Waffe schon Wochen vorher ihrem Liebhaber gegeben. Er hat sie instand gesetzt. Hören Sie auf! Worauf willst du eigentlich hinaus? Wenn du etwas sagen willst, dann sag's! Bin dabei. Ihre Theorie ist kühn. Aber bis jetzt haben Sie nur Behauptungen. Es stimmt. Ich habe Alfred Svoboda Geschenke gemacht. Ich habe ihm die Waffe gegeben, weil ich sie für wertvoll hielt. Sie können kaum das Gegenteil beweisen. Genügt Ihnen ein Geständnis? Maria Agnes hat Svoboda zum Mord angestiftet. Und hat ihm auch die Munition für die Waffe besorgt. Wenn Sie das beweisen könnten. Ich habe die Aussage der Waffenschmiede und der Zofe von Frau Prack. Sie werden es erleben. Sie wird gestehen. Von einem Projektil dieser Art wurde Ihr Mann getötet. Erkennen Sie es wieder? Erkennen? Woher ist das?
Wo hast du die Patrone her, Johann? Ich hab's gefunden. Im Wagen der gnädigen Frau. Sie haben Svoboda zum Mord an Ihrem Mann angestiftet. Also wie um alles auf der Welt sind Sie auf die Idee gekommen, den Wagen durchsuchen zu lassen? Sie müssen durch Zufall darauf gestoßen sein. Ich habe der Mörderin eine Falle gestellt. Diese Patrone habe ich heute bei Vettersen, Hake und Söhne anfertigen lassen.